Wunderschönen Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Psst, Sabibo und Mila schlafen noch. Heute ist ein wahnsinnig spannender Tag, denn ein gewisses Projekt beginnt. Bevor wir damit loslegen, möchte ich einmal ganz kurz leckere Drohnen-Shots machen, wie Micha und Lisa, die dort drüben auf der Rückseite von Tampa ein wunderschönes Lot ausgesucht haben und jetzt gerade im Designprozess sind. Auf der Rückseite noch komplett Natur ist, bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das Land von euch finden werde, aber ich werde mein Bestes tun. Let's go. Guten Morgen! Da kommt ein Geist, Papa! Ein Geist? Was, dass du gegen die Wand läufst? Das! Ah, buh. It's time for coffee! Gibst du Mamas Rock bitte wieder? Nein! Nein, allein schon nein! So, die Arbeiter sind soeben eingetroffen und wollen nun die Dachkonstruktion tatsächlich oben hier aufs Dach befördern. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es machen, weil es, glaube ich, nicht durch den Treppenaufgang passt. Milo und ich waren gestern noch in Kuta, haben Pizza und Eis gegessen. Das heißt, wir waren gar nicht vor Ort, aber Sabibo hat zum Glück, sehr gut, Schatz, aufgenommen, wie die ganzen Materialien hier runtergetragen wurden. Ach, so machen die das. Direkt von oben. Oh. Sieht das geil aus. Boah, das ist jetzt die Grundkonstruktion, die jetzt hier schräg draufgesetzt wird. Also letzten Endes sieht es ja schon sehr ähnlich aus wie das Stahlgerüst, was wir hier haben. Eine Sache ist für mich extrem interessant zu wissen. Das letzten Endes, oh mein Gott, ist gar nicht, also kann ich bewegen, aber ist gar nicht so leicht. Ob das nicht doch zu schwer ist für die Dachkonstruktion. Wir haben diese fetten Stahlträger, die in die Wände reinragen, wie ihr hier seht. Die gehen hier komplett und dann noch ein ganzes Stück in das Haus hinein. Das heißt, sie können schon viel aushalten, aber 270 Quadratmeter Acryl plus diese gesamte Konstruktion. Statiker haben das ausgerechnet, soll funktionieren. Ich bezweifle das auch ein bisschen. Ja, was ist denn los, Lilly? Was ist denn los, kleiner Bär? Du bist so groß geworden. Wen haben wir denn da? Lalu? Lalu, was machst du denn da hinten? Hey, krass, dass selbst in dem Innenraum, wo die ganzen AC-Outdoor-Units sind, quasi hier drunter, dass da überall Pflanzen wachsen. So, die erste Charge ist angekommen und liegt oben. Schaut mal da hinten, könnt ihr das sehen? Wie Lilly gerade hochguckt. So, ich befinde mich gerade hier an der Kante, um euch zeigen zu wollen, wie unsere erste provisorische Schutzvorrichtung ausgesehen hat. Wir hatten Polycarbonat, das Dunkle, einfach hier mit so Holzlatten beschwert und befestigt. Und das haben wir einfach so eine gesamte Rolle hier ausgerollt. Warum haben wir uns dunkles Polycarbonat damals ausgesucht? Ganz einfach aus dem Grund, weil es grundlegend besser aussieht, wenn man von oben drauf schaut. Wenn wir nämlich jetzt diese Plasteelaste hier haben und du dann irgendwelche Drohnenshots zum Beispiel machst, oder grundsätzlich auch hier oben Yoga machst und dann runterschaust, sieht das extremst müllig aus. Deswegen wollten wir die dunkle haben. Die liegt jetzt natürlich hier schon seit wahrscheinlich anderthalb Jahren und ist auch ein bisschen ramponiert. Sind aber wesentlich glücklicher mit der Idee, jetzt Acryl zu nutzen und ist halt eher transparent wie Glas. Wir hoffen, dass es nicht vergilbt. Oder sagen wir mal so, wenn es dann vergilben sollte, hoffen wir, dass zu dem Zeitpunkt diese Kletterpflanze schon alles übernommen hat und wir dann von oben auch nicht mehr wirklich was sehen können.
Wenn wir einmal da nach oben schauen, dann sehen wir drei Villen. Villa Yati, sorry, da drüber Villa V und hier kommt Villa Bö. Das ist so das Schlachtschiff momentan von Tampa. Riesengroße Villa, keine Ahnung, wie viele Millionen die da reingebuttert haben. Habe ich auch einmal mitgenommen, sieht wahnsinnig cool aus. Was ich euch aber zeigen möchte, ist, schaut mal, auf dem Berg hier vorne fährt gerade ein Bagger und fängt an, da ein bisschen zu planieren. Ich glaube, da finden gerade Vermessungen statt für eine Villa, die dann dorthin kommt. Ey, das ist crazy. Es ist wirklich crazy und was für ein Privileg, dass wir so früh hier waren und so lange diese pure Natur für uns hatten. Und jetzt kommen nach und nach die ganzen Villen, die sich dann hier in der Nachbarschaft ansiedeln werden. Also, die nächste wird wahrscheinlich hier oben gebaut. Was ist denn hier los? Mr. DJ, weiter geht's! Sehr gut. So, willkommen auf unserem Rooftop. Sieht krass aus, Schatz, ne? Ich bin ja jetzt das erste Mal hier. Ja, ich habe auch mal ein bisschen Zeit verstreichen lassen, denn wir hatten arge Probleme. Aber tatsächlich haben die jetzt ein bisschen was ausgelegt. Schau mal. Das Erste, was Sabibu gerade gesagt hat, so, hä? Sieht ja gar nicht anders aus. Ja, sieht voll ähnlich aus. Ja. Nur ich frage mich, was hier, diese silbernen Parts, das sieht nicht so schön aus. Wird man das sehen? Ich muss ja sagen, ich habe das meinem Ehemann überlassen mit dem Dach. Deswegen, ich weiß gar nicht, wie das im Endeffekt aussehen wird. Aber kommt das Plexiglas da drauf? Ich dachte irgendwie, das ist dazwischen. Es kommt oben drauf, aber tatsächlich ist es jetzt noch nicht schräg. Ne? Es wird noch leicht angeschrägt, sodass du quasi auch Gefälle hast. Ja, aber wie da drauf? Ich dachte, das wird dann dazwischen sein, zwischen den Gittern. Hier kommen wie so Zwischenhalterungen und dann wird das Acryl so schräg da drüber gelegt. Und dann noch was da drauf? Nee. Der ursprüngliche Plan war so eine Haarhalterung. Quasi mit zwei Öffnungen, links, rechts, wo dann die Scheiben reingeschoben werden. Okay, also dann wird man das Silberne ja wahrscheinlich gar nicht sehen. Hoffen also dann wir hätten mal. Wir auch theoretisch keine schwarzen Gitter machen müssen. Ja, doch, man kann ja letztendlich, weil es ja transparent wie Glas ist, kannst du ja durchschauen. Wollen wir das mal aufmachen? Ist es wirklich transparent? Ja, ich habe schon geguckt. Also, ich hab schon geguckt. Nicht, dass wir zum, nee. So eine Milchnummer kommen. Boah, schnellbar wäre es. Blau oder grün. Könnt ihr sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, Freunde, wie lange werden die brauchen für dieses Dach. Wollen wir auch jetzt einmal schätzen? Was meint ihr? Schätzen? Ja. Also gestern, als sie das hier angeliefert haben, hat er tatsächlich gesagt, 5 bis 7 Tage. 5 bis 7 Tage für das alles? Ja. Und danach hat er auch so ein bisschen gelacht. Ja. Aber gesagt, das ist der Tag. Ich war ja richtig verwirrt gerade. Ich wusste, habe ich drauf gefilmt? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich war richtig verwirrt gerade. Ich hoffe, das fertige Dach wird dann nicht mit dem nächsten Sturm dann so wegwehen. Schreibt es ja gerne in die Kommentare, was ihr denkt, wie lange das brauchen wird. Also ich würde mich über 7 Wochen freuen. Uns beeinflussen zu lassen, also mindestens einen Monat. Ja, also ganz easy. 7 Wochen wären ja schon fast 2 Monate. Ja, das ist auch realistisch, meiner Meinung nach. Ja, ich sag mal eher so 5 bis über 5 Wochen. Ja. Schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Tatsächlich meinen die wahrscheinlich 5 bis 7 Tage, um nur diese Gerüste auszulegen. Aber nur hier oben. Ja, genau. Weil unten haben die ja noch nie mal produziert. Ja, nee, machen wir da nochmal eine Null dran an den Monaten. Ey. Was wir auf jeden Fall noch erzählen können, ist, was gestern passiert ist, was mir die Arbeiter erzählt haben. Ja, apropos Zeit. Es hätte tatsächlich auch schon früher starten können, aber das Material ist zu spät hier angekommen, weil tatsächlich auf Lombok, ihr wisst, ist nicht alles so hochprofessionell nach Struktur und Perfektion. Das ist in Deutschland jetzt auch nicht. Nee, aber worauf ich hinaus will, so. Hier gibt es Stromleitungen, die halt so ein, wie so ein Hängebauchschwein in die Straße reinhängen. Und die sind natürlich mit dem Laster längs gefahren, mit diesen Gittern drauf und haben einen dieser Stromleitungen mitgenommen. Das Lustige, was heißt lustig? Das Interessante danach war, dass die in dem umliegenden Dorf komplett den Strom gekappt haben. Und die herbe Pist waren die Leute. Und deswegen sind die auch gestern Abend erst angekommen, weil eigentlich sollten die gestern Vormittag oder sowas kommen. Ja, haben wir jetzt nur einen Tag verloren, aber jedenfalls mussten die natürlich erstmal wieder alles fixen, um... PLN musste sogar kommen. Ja, also das der, ist der Strom. Stromversorger, genau. Um da eine neue Leitung zu legen. Ja, aber auf jeden Fall gut Spannung, lustige Storys. Ja,
Es wird nicht langweilig hier, Freunde. So, warum sie dann zusätzlich noch länger gebraucht haben, die Dinger da auszulegen, würde ich euch, glaube ich, im nächsten Video einfach mal zeigen. Denn das Haus ist krumm und schief gebaut. Es gibt keine gerade Seite. Wie gesagt, mehr Detail im nächsten Video. Liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn ihr dieses Projekt finalisiert, nicht verpassen wollt, dann werdet ein Teil von Team Chibo. Stay positive. Vielen lieben Dank. Tschüssi.